Ich kann nicht glauben, dass ihr es durch den Schießstand der Separatisten geschafft habt, Captain. Euer Schiff hat nicht einmal einen Kratzer. Es braucht Mut, mitten in einem Schlachtfeld zu landen. Nettes Manöver. Kein Problem bei meinen blitzschnellen Reflexen und dem perfekten Timing. Es war offensichtlich nicht das erste Mal, dass auf euch geschossen wurde. Mein Name ist Skavak. Ich hole die Blaster in eurem Frachtraum ab. Entschuldigt die Eile, aber ich muss hier schnell verschwinden. Dieses Dorf war einmal sicher, aber die Separatisten übernehmen es langsam. An eurer Stelle würde ich versuchen, hier so schnell wie möglich abzuhauen. Wer sind diese Leute? Was wollen sie? Die Separatisten wollen sich von der Republik lossagen. Den Explosionen zufolge meinen sie es durchaus ernst. Hört sich an, als kämen die Bomben näher. Die Separatisten werden jeden Moment über uns sein. Hier ist eure Bezahlung für die Lieferung, Captain. Ihr könnt los, sobald ich die Blaster habe. Skavak, wir haben ein großes Problem. Die Separatisten haben die Luftabwehrkanone erobert. Langsam, Corso. Wovon sprichst du? Sie haben hier so eine Art Fernsteuerstation platziert und die Zielcomputer der Kanone gehackt. Die verdammten Separatisten haben gerade einen republikanischen Frachter zerstört, der auf dem Weg hierher war. Mit wem habe ich die Ehre? Hä? Oh, Corso Rix. Ich gehöre zu Skavak. Schön, euch kennenzulernen. Mit diesen Fernsteuerstationen können die Separatisten den Computer der Luftabwehrkanonen überbrücken und ihre Feuerkraft jederzeit gegen uns einsetzen. Das ist gar nicht gut, Captain. Die Separatisten werden euch abschießen, bevor ihr überhaupt an Flucht denken könnt. Die Separatisten haben überall in der Gegend Fernsteuerstationen. Ihr werdet wahrscheinlich mehrere treffen müssen, damit sie die Kontrolle über die Kanone verlieren. Wenn ich sterbe, möchte ich zusammen mit meinem Schiff begraben werden. Viel Glück. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Gehen wir, Corso. Wir haben keine Zeit mehr.
Und damit, Freunde, heiße ich euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Play Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns hier gemeinsam mit unserem wagemutigen Captain Solian oder Zolian, falls euch die deutsche Aussprache lieber ist. Und das hier, Freunde, ist unser grandioses Schiff, das natürlich der Ebonhawk aus den Knights of the Old Republic Teilen nachempfunden wurde, die wiederum dem Millennium Falcon nachempfunden wurde, also ein schnittiger Frachter, den wirklich jeder Schmuggler besitzen sollte. Schmuggler ist auch das Sprichwort, denn genau das sind wir. Und was wir gemacht haben ist, wir haben Pistolen hierher geschmuggelt, also Blasterpistolen, um genau zu sein, und die haben wir ihm da hinten gebracht, dem guten Skavak, und er wird uns dafür bezahlen, sobald die Dinge abgeladen sind. Das Problem ist leider nur, dass wir danach nicht mehr hier wegkommen, weil die Separatisten, eine Extremistengruppe, die sich von der Galaktischen Republik lossagen will, die Flugabwehrgeschütztürme gehackt haben und jetzt mit ihren Fernsteuerstationen eben damit alles abschießen, was hier wegfliegen oder landen will. Und das bedeutet, wir haben jetzt den Auftrag, die Fernsteuerstation zu zerstören, damit wir danach auch wieder hier weg können. Der gute Corso Riggs hat uns glücklicherweise darüber aufgeklärt und er arbeitet für Skavak. So viel also dazu. Vorab nochmal die Information, dass wir natürlich hier in der ersten richtigen Gameplay-Folge relativ viel quatschen werden. Aber Freunde, keine Sorge, das bleibt natürlich nicht so. In der nächsten Folge und alle darauf folgenden Episoden wird es so sein, dass wir in Action untergehen werden. Und natürlich auch sehr viel interessante Story erleben mit unserem coolen Charakter hier. Die Sache ist die, dass wir eben als erwachsener Mann hier gelandet sind mit einem Schiff und einer Vergangenheit, die sonst niemand kennt, außer wir selbst. Und das bedeutet, wir müssen uns dafür eben selbst was ausdenken, weil wenn wir das tun, tut es niemand. Und das habe ich getan, Freunde. Ich habe eine grobe Vergangenheit im Kopf, auf die ich nach und nach eingehen werde, denn die legt fest, warum unser Charakter handelt, wie er handelt, also seine Motivation. Und spielerisch möchte ich hierzu noch sagen, wir sind ja ein Mirialaner-Schmuggler mit der Klassifizierung Schurke. Das ist unsere Klasse sozusagen, unsere erweiterte Klasse. Und wir haben die Möglichkeit, als Schurke eine Disziplin auszuwählen. Knochenflicker wäre Heiler, Schläger ist dann ein Nahkämpfer, der mehr boxt, und Grobian ist eher so jemand, der ebenfalls in den Nahkampf geht, aber den Gegner eher mit Debuffs, also negativen Statusveränderungen, schwächt, um ihn dann niederzumachen. Ich wähle hier für meinen Durchgang den Schläger, denn ich finde, das passt wunderbar zu der Vergangenheit, die ich mir ausgedacht habe, und auch meinem persönlichen Spielstil. Also auch wenn wir als Fernkämpfer anfangen, werden wir immer mehr Richtung Nahkampf tendieren und irgendwann wird das unsere Hauptstrategie sein im Kampf. Der Schlägerschurke kämpft mit harten Bandagen und würde nie einen Kampf aufgeben, solange der Kampf nach seinen eigenen Regeln abläuft. Der Schläger kann sich aus dem Kampfgeschehen zurückziehen, um den Feind überraschend zu treffen und auf ihn einzudreschen, um sich anschließend schnell wieder zu verstecken, bevor die Lage ernst wird oder zu ernst wird. So verschafft er sich die Zeit, um auf den nächsten günstigen Moment für einen Angriff zu warten. Den wählen wir auch gleich mal aus, denn da bin ich mir schon sehr sicher, dass wir das machen möchten. Wir lernen Sachen wie Überraschender Schlag, Schenkelschuss, Blutkocher und Niederknüppeln. Alle Fähigkeiten erkläre ich natürlich immer dann, wenn sie von Relevanz sind. So, auch hier, was das hier alles bedeutet, Disziplinpfad und fachkundig, meisterlich, heldenhaft, das ganze Zeug hier finden wir noch nach und nach heraus. Falls ihr weitere Fragen habt zu meinem Charakter, seiner Vergangenheit und zu der Erstellung des Charakters, klickt bitte oben rechts in der Ecke auf das kleine i, denn dort habe ich die Playlist reingepackt von diesem Let's Play, und in der allerersten Folge des Let's Plays habe ich nämlich die Erstellung unseres Charakters gemacht und sehr viel dazu erklärt. Also da werden mit Sicherheit alle eure Fragen oder fast alle eure Fragen beantwortet. Falls ihr dennoch welche habt, die dort nicht beantwortet wurden, zögert nicht, mir Kommentare zu schreiben, denn ich freue mich riesig über eure Kommentare. Ich lese alle eure Kommentare, ich beantworte alle eure Kommentare und dann können wir uns gegenseitig hier helfen und austauschen. So viel erst einmal dazu, und ihr wisst jetzt die wichtigsten Dinge auch. Noch dazu solltet ihr wissen, ich bin ein bevorzugter Spieler, aktuell sogar im Abonnentenstatus habe ich gemacht, um eben die Mirialaner-Klasse freizuschalten. Das bedeutet, wenn ich hier in den Kartellmarkt gehe, kriege ich auch Kartellmünzen. 500 für jeden Monat, in dem ich Abonnent bin, und 100 extra, weil ich die Star Wars Knights of the Old Republic Security Key App benutze. Vielen lieben Dank an alle von euch, die mich darauf hingewiesen haben. Das ist absolut großartig. Dadurch kann mein Account nicht gehackt werden und ich kriege jeden Monat extra 100 Kartellmünzen. Mit diesen Kartellmünzen können wir
wir Sachen tun, wie zum Beispiel neue Spezies freizuschalten. Ja, der hier kostet beispielsweise 600. Wenn wir Nautilana freischalten wollen, wir haben auch 600. Und ich werde die Kartellmünzen, die ich hier bekomme, natürlich investieren, um die anderen Klassen freizuschalten, beziehungsweise Spezies freizuschalten, mit denen wir dann die anderen Klassen-Stories spielen werden. Und das ist der Stichpunkt, Freunde. Wir spielen hier die Klassen-Story unseres Schurken. Ich möchte ihn gerne als Hauptcharakter meines Let's Plays machen. Das heißt, den werden wir am meisten sehen. Aber eben erst einmal nur die Klassen-Story. Wir spielen alle 8 Klassen-Stories von allen Klassen, die es gibt. So. Und ja, dann ist es so, wir sind jetzt hier nach draußen gelaufen. Das hier drüben ist ein Sanitätsdruide, der verkauft Sanitätszeug. Wir gucken uns den mal an. Melden Sie Ihre Beschwerden. Meine Beschwerden sind zuerst einmal, dass die Preise viel zu teuer sind und wir viel zu wenig Credits haben. Aber an den Preisen werden wir nichts rütteln können, aber an den Credits können wir was rütteln. Und das werden wir tun, indem wir im Laufe unseres Let's Plays hier schüttinkreich werden. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Ich bin sowas von einsatzbereit und als nächstes gehen wir mal hier zu dem Postfach hin und schauen uns diese Post hier an. Hier gibt es ein bisschen Post, die uns darauf hinweist, auf die einzelnen Erweiterungen, auf die wir zugreifen können, weil wir eben Abonnent sind, ja. Ich bin gerne deswegen Abonnent, weil ich die Entwickler BioWare für dieses großartige Spiel unterstützen möchte. Es ist komplett free-to-play spielbar, das heißt, ihr könnt komplett kostenlos spielen. Übrigens, die Sachen hier sammle ich noch nicht ein, weil die nur unser Inventar verstopfen, das mache ich dann später mal. Und falls ihr aber als Abonnent spielt, so wie ich das hier tue, dann habt ihr eben ein paar kleine Boni gegenüber den Leuten, die eben komplett kostenlos spielen. Das sind aber keine spielentscheidenden Dinge, sondern eher Convenience-Sachen. Also Sachen, die unser Spiel ein wenig leichter gestalten, interessanter gestalten. Also, ne, wisst ihr, ein bisschen angenehmer machen das Ganze. Das war das Wort, nach dem ich gesucht habe. Und ich scrolle jetzt einfach mal weiter hier durch. Wenn euch interessiert, was hier steht, ja, einfach pausieren, dann könnt ihr euch das Ganze durchlesen. Hier kriegen wir, um den 4. Mai zu feiern, einen Astromech-Druiden, einen M416-Druiden. Den nehmen wir gerne mal an hier. So, M416. Und als nächstes bekommen wir zum Schluss meinen absoluten Lieblingsdruiden, ebenfalls als Haustier, so wie den M416, nämlich den RE1 Scout-Druiden. Den kriegen wir nämlich, weil wir Star Wars Jedi Fallen Order feiern. Ein Spiel, das vor kurzem erst rausgekommen ist zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und dieses Spiel, dazu habe ich ein Let's Play gemacht. Das Let's Play könnt ihr sehen, wenn ihr oben rechts auf das kleine i klickt und dann dort eben die Playlist auswählt, dann könnt ihr euch dort das Let's Play auch noch von mir anschauen. Jedenfalls gibt es dort einen kleinen Druiden, der den Hauptcharakter Cal Kestis begleitet. Das ist der BD-1-Druide und der RE-1 ist ein Design, das ursprünglich geplant war für BD-1, aber verworfen wurde. Und dieses Design haben die Entwickler von diesem Spiel, also BioWare, wieder aufgegriffen und haben den eben hier reingebaut, weil der vom Design her wunderbar zur alten Republik passt. Und wie der aussieht, schauen wir uns jetzt mal an, Freunde. Ich klicke einfach da mal auf I für unser Inventar und dann aktivieren wir jetzt erst einmal den M416 Astromech-Druiden. Der sieht so aus, ne? So ein typischer Astromech-Druide, wie so eine R2-Einheit. Ich persönlich finde aber diese R2 und so weiter Einheiten und diese BB-8-Einheiten und so, ne? Diese BB-Einheiten, die finde ich persönlich ziemlich klobig und die passen nicht zu unserem agilen Schurken. Aber wenn wir uns jetzt mal den RE1 Scout-Druiden anschauen, ich finde vom Design her, dieses vogelähnliche Design passt wunderbar zu unserem Hauptcharakter, farblich auch perfekt zu unserem Schiff. Daher denke ich, das ist mein absolutes Lieblingshaustier. Ich finde den einfach super klasse. Ich liebe den kleinen Kerl. Und wer Jedi Fallen Order gespielt hat oder mein Let's Play verfolgt hat, der wird wissen, dass der normalerweise ein bisschen kleiner ist als BD-1 und sich dann eben an den Rücken heftet von Cal Kestis. Und ich stelle mir das einfach so hier auch vor, dass der sich an unseren Rücken heftet, immer bei uns ist und so weiter. Ne? Natürlich ist er ein bisschen größer, damit man ihn auch erkennt. Aber echt eine tolle Sache. Der ist wirklich toll. So, dann wollen wir also mal losstürmen in die Action. Zur Motivation unseres Charakters, warum er ist, wie er ist, wie sein Charakter ist und so weiter, das findet ihr im Nachhinein heraus. Und ich möchte auch, dass ihr euch da ein bisschen überraschen lasst, ne? Deswegen verrate ich auch nicht zu viel. Der eine oder andere kann sich's vielleicht schon ein bisschen denken. Wartet mal kurz. Hauptquartier! Hier ist die Frontaufklärung. Bitte kommen! Hauptquartier! Mist, ich dachte, ich hätte sie. Ihr seht aus, als könntet ihr mit einem Blaster umgehen. Habt ihr Lust auf ein paar Heldentaten? Was verdient man denn so als Held? Mehr als ich auf jeden Fall. Wenn das gut klingt, dann sperrt die Ohren auf. Eine Separatisten-Miliz hat das Dorf besetzt. Wir nehmen also keine Anfänger oder Bauerntölpel. Die haben Experten mit erstklassigen Störgeräten. Damit behindern sie die Fernkommunikation von hier bis vor Garnik.
Habt ihr einen Plan, wie ihr das Problem lösen könnt? Ich schätze, mir bleibt nur eine Option. Euch um Hilfe zu bitten. Ich soll Informationen an dieses Dorf weitergeben. Aber wegen der Störung kann ich keine Meldung machen. Jemand muss die Störer der Separatisten ausschalten. Wenn ihr also sowieso ins Dorf wollt, könntet ihr das ja vielleicht für uns übernehmen. Wenn ihr die Störer der Separatisten ausgeschaltet habt, meldet euch hier. Ich werde sehen, ob ich etwas Ausrüstung anfordern kann, die euch nützlich wäre. So, und damit haben wir also eine Nebenquest angenommen, die rein zufällig in demselben Questgebiet ist, in dem auch unsere Mainquest ist, ja? Und das führt mich auch schon zu dem Punkt, warum man eigentlich solche Quests annehmen kann, weil die meistens dort sind, wo man eh hin muss, ja? Die Sache ist nur die, dass wenn ich jetzt beispielsweise, 3, 4 Questgeber habe, die uns alle Quests geben, die allesamt im Questgebiet sind und ich alle diese Quests dann annehme und mache, dann verlieren wir irgendwann mal den Fokus, was die Mainquest angeht. Weil wir nämlich dann essentiell mehr Nebenquests in einer Episode machen, die 20 bis 30 Minuten geht, als zum Beispiel in der Mainquest voranzukommen. Ich finde, das hält ein wenig auf und das schmeißt einen so ein bisschen raus aus der doch sehr spannenden Storyline, wie ich finde. Und deswegen machen wir die erst zum Schluss. Das heißt, wir gehen eben bis an einen bestimmten Punkt in der Main Storyline und dann machen wir hier einen auf Söldner und rennen einmal durch und gucken, wo wir noch ein bisschen Kohle abgrasen können, indem wir den Jungs hier einen Gefallen tun. Die Sache ist nämlich die, wir sind als Schmuggler, als Schurke zwar daran interessiert, dass die Galaktische Republik nicht gegen das Sith-Imperium verliert, ganz einfach deswegen, weil das Sith-Imperium bei weitem nicht so angenehm ist wie die Galaktische Republik für jemanden unseres Berufs, aber die Sache ist die, dass wir natürlich auch wissen, dass die Galaktische Republik korrupt ist und wir deswegen nicht gerade treue Patrioten sind von der Galaktischen Republik, so viel zum einen. Und zum anderen ist es so, dass wir natürlich, wenn wir schon der Galaktischen Republik helfen, ja, dann tun wir das natürlich auch gegen eine Bezahlung, denn einerseits haben wir zwar auch was davon, wenn wir der Galaktischen Republik helfen, andererseits profitiert sie in erster Linie als allererstes mal davon, dass wir ihr helfen. Und dann wollen wir natürlich auch erstmal etwas dafür haben, ne? Ganz klar. Ich meine, wir müssen auch gucken, wo wir bleiben. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Unser Charakter hat sich nämlich aufgrund seiner Vergangenheit dazu entschieden, das Leben zu leben, das er jetzt lebt. Und was das für eine Vergangenheit ist, werden wir eben rausfinden im Laufe des Spiels. So, wir sind auch gleich mal hier Stufe 2. Das freut mich. Zack, machen wir denen noch Platz. Kassieren wir hier die Belohnungen. Wunderbar. Und den Loot. Wir looten die Gegner ja, ne? Und dann schauen wir mal. Da hinten ist auch noch eins von diesen Teilen, die wir machen können. Diese Sendemaste müssen wir zerstören. So, machen wir den mal ganz schnell platt hier. Den da und den da. Diese Sendemaste da hinten, ne, die müssen wir alle zerstören. Und diese kleinen Computer hier müssen wir hacken. So, machen wir das mal ganz kurz hier. Das Ding deaktivieren, das ist für Sergeant Bly, ne? Und wie gesagt, zukünftig lassen wir die Teile einfach mal weg. Ich werde, wie ihr schon gemerkt habt, nicht sofort also in einem Referat runterhalten, was die Vergangenheit meines Charakters ist, sondern das kriegen wir im Nachhinein raus. Wir haben sehr, sehr viel Zeit, Freunde. Das bedeutet, ich kann mir sehr viel Zeit lassen, das zu erklären. Okay, also machen wir doch mal das Ding hier kaputt. Und dann haben wir, glaube ich, den größten Teil der Quests geschafft. Aber hier gibt es noch eine Kleinigkeit, die ich gerne holen möchte. So, und ihr merkt schon, wir haben zwei Angriffe aktuell. Einmal diesen Angriff hier, das ist Schusswirbel, das ist unser normaler Basisangriff. Und diesen Angriff hier, das ist ein Spezialangriff, der kostet aber Energie. Ja, die Energie lädt sich langsam wieder auf. Wenn die leer ist, können wir halt keine Spezialangriffe benutzen. Davon kriegen wir halt im Laufe des Spiels noch mehr, ne, von diesen Spezialangriffen. So, wir plündern, was wir plündern können, das ist super klasse. Und dann gehen wir mal hier raus und geben sämtliche Quests ab. Aber zuerst einmal müssen wir hier rein und diesen Teil noch erledigen. Da sind noch Gegner. Separatisten-Sympathisanten. Die machen wir gleich mal platt hier. Nichts Persönliches, Freunde, aber wir müssen dafür sorgen, dass wir hier weg können von diesem Planeten. So. Okay, und ich würde sagen, wir benutzen mal unsere überlegenen technischen Fähigkeiten, um diesen PC hier zu bedienen und dann endlich unsere Mission zu erfüllen. Captain, seid ihr da? Hier ist Corso. Wir haben Ärger im Hangar. Ist mein Schiff in Ordnung? Im Moment schon, aber wahrscheinlich nicht mehr lange.
Separatisten stürmen den Hangar. Wir bereiten ihnen einen herzlichen Empfang. Aber wir könnten etwas Hilfe gebrauchen. Skavak, kommt her! Helft mir, diese Hangartür zu versiegeln! Skavak, was macht ihr? Oh nein, was ist da passiert? Unser Schiff ist in Gefahr! Corso scheint auch in Gefahr zu sein. Und Skavak? Ich habe dem Typ von Anfang an nicht getraut. Und mein kleiner Nymphensittich Maxi hat ihm auch nicht getraut, falls ihr ihn gerade im Hintergrund rufen gehört habt. Also falls ihr mal ein kleines Pfeifen im Hintergrund hört oder so, das ist mein kleiner Nymphensittich, der gute Maxi. Und der ergreift manchmal das Wort, ja. Also wenn es hier wirklich ernst wird, dann ist er einfach mit dabei. Auf den ist immer Verlass. Ein guter Co-Moderator. So, machen wir die auch noch platt hier. Nummer 1. Zack. Und da hinten springt, komm, wir schießen noch einen Weiten hier. Auch wenn der in Deckung geht, stört mich das auch nicht weiter. Ja, das war's, der ist nicht in Deckung gegangen. Also gut. So, das Zeug nehmen wir noch mit. Aktivieren noch das hier. Signalstörer Beta. Ne, ihr merkt schon. Hat das aktiviert? Ja, genau, jetzt aktiviert. Perfekt. Also diese Nebenquests muss man immer machen. Wenn man da mal irgendwas übersieht, muss man halt wieder zurück und so weiter. Und ich will mir das einfach sparen, ne? Ich will nicht dauernd hier im Questgebiet da noch die ganzen Nebenquests absuchen. Ich will nur nach den Hauptquests suchen und das war's dann. Aber Freunde, wie gesagt, wir gehen dann ein anderes Mal wieder hier zurück und erledigen dann alle Nebenquests auf einen Schlag. Das ist auch sehr interessant, aber für die Leute unter euch, die sich nur für die Mainquest interessieren, ihr könnt euch das dann sparen, das hier zu sehen. Alle anderen, die Nebenquests interessieren, ja, was hier sonst noch so passiert mit den ganzen Bürgern und ob und wie wir denen helfen, seht ihr dann eben in separaten Episoden alle paar Intervalle. Schön, dass ihr heil zurück seid. Mein Trupp und ich sind euch etwas schuldig. Dank euch können wir die Störung durch die Separatisten überwinden. Jetzt können wir bald Bericht erstatten. Hier, aus unserem Privatvorrat. Passt auf euch auf, Held. Ja, wir sind ein echter Held und haben dafür auch heldenhafte Handschuhe erhalten und 2 helle Seitepunkte. Das ist doch super. Wir sind auch gleich mal Stufe 3. Das ist ein weiterer Punkt. Nebenquests könnten uns ein wenig überleveln. Das möchte ich auch nicht an der Stelle. Wir ziehen aber gerne mal diese Jacke hier an. Die war ja hier Teil des Paketes, das wir gefunden haben. Also kann das hier weg. Den Rucksack aktivieren wir mal. Da gab es Ressourcen drin. Und das andere Zeug kann alles verkauft werden. Das ist ein Medikit hier, ne, so. Und dann noch die Handschuhe hier. Perfekt. So, Freunde, die Sache ist nämlich die, wir sind nicht patriotisch gegenüber der Republik, wir sympathisieren nur mit ihr, weil sie nämlich, uns mehr erlaubt, als es das strenge Sith-Imperium tun würde. Deswegen wählen wir das kleinere Übel, aber wirklich angetan sind wir von beiden nicht. Und ich mag dieses Setting sehr, sehr gerne. Gehen wir aber mal hier rein und schauen, ob wir irgendwie dem guten Corso helfen können. Da ist er. Er wird attackiert von Separatisten. Greifen wir den mal hier an. Die Separatisten schützen mit unseren Spezialangriffen, damit die schneller down gehen. So, machen wir den noch platt hier. Zack, perfekt. Und dann ihn hier noch. 1 und 2. Sehr gut. Okay, schauen wir mal, ob der gute Corso in Ordnung ist. Hey Corso, geht's dir gut? Ich fühle mich, als hätte ein Gundark meinen Schädel als Trommel benutzt. Danke, dass ihr meine Haut gerettet habt, Captain. Skavak hat diesen Separatisten geholfen, hier reinzukommen. Er hat uns verraten. Warum wusstest du nicht, dass er für den Feind arbeitet? Skavak ist gerissen. Jetzt hat er euer Schiff und diese Waffen. Ein Moment mal. Wo ist Fackel? Ich glaube es nicht. Skavak hat mein Blaster gestohlen. Fackel ist ein echter Blastec ALT-25 mit magnatomischem Haftgriff und seitlich angebrachten Entfernungsmesser. Die Fackel ist viel zu gut für Skavak. Es überrascht mich, dass Skavak nicht den ganzen Hangar gestohlen hat. Damit kommt er nicht davon. Kommt schon. Kommt schon. Antwortet, verdammt. Was ist denn los, Corso? Habe ich deine Gefühle verletzt? Sei froh, dass du noch am Leben bist, Junge. Habt ihr eine Ahnung, mit wem ihr euch angelegt habt? Warum denkt ihr, dass mich das interessiert? Im Namen von Ortmann Tells tapferen Freiheitskämpfern danke ich euch für den Blaster, das Schiff und dein herzhaftes Lachen. Einen schönen Tag noch. Die Feier ist ein wenig verfrüht. Zwecklos. Er hat die Verbindung abgebrochen. Er hat schon immer gewusst, wie man einen Abgang macht. Skavak hat meinen besten Blaster geklaut. Aber das ist wohl nichts im Vergleich zu eurem Schiff. Tut mir leid, Captain. Hört zu. Skavak und ich haben für einen Kerl namens Vido gearbeitet. Wenn er rausfindet, dass Skavak ein Separatist ist, wird er Rache wollen. Genau wie ihr. Tut euch selbst einen Gefallen und sprecht mit Vido in Fort Garnick. Ich versichere euch, dass er euch helfen wird, euer Schiff zurückzubekommen.
Wer genau ist dein geheimnisvoller Boss? Wie kann er mir helfen? Vido ist der König der Fracht. Auf Ort Mantell trifft keine Ladung ein, ohne dass er darüber Bescheid weiß. Vido ist gerissen und hat überall Verbindungen. Wenn jemand euer Schiff finden kann, dann er. Ich muss diesen Hangar verschließen, aber ich werde Vido eine Holo schicken und ihm alles erklären. Forganik ist nicht weit weg. Ich treffe euch dann bei Vido, Captain. Alter Verwalter, da ist er doch tatsächlich mit Corsos bestem Blaster und was noch viel schlimmer ist, mit unserem Schiff abgehauen. Und hat natürlich die Bezahlung und die ganze Ware auch noch mitgenommen. Das heißt, alles ist weg. Und wir werden uns alles wiederholen. Zusammen mit Corso und unserem RE-1-Druiden und hoffentlich auch mit euch, Freunde. Denn ihr müsst mich dabei seelisch unterstützen. Wir haben hier Entermannschaft abgeschlossen, kriegen dafür Erfahrungspunkte und einen neuen Blaster, den wir auch gerne mal anlegen werden. Unser alter Blaster, der sieht so aus, kann man ja hier wunderbar sehen. Und wir legen jetzt das hier an. Gibt wesentlich bessere Werte. Sehr schön. Na gut, Freunde, dann würde ich sagen, wir haben als nächste Quest hier verzweifelte Zeiten, sprich mit Vido. Das werden wir tun. Und ich hoffe, Freunde, ich darf euch dabei wieder begrüßen bei der nächsten Episode, wenn wir dann aufbrechen Richtung Fort Garnick, um mit Vido zu sprechen, der uns hoffentlich dabei helfen kann, unser Schiff wieder zurückzubekommen und uns an, naja, Skavak zu rächen. Also, Freunde, vielen herzlichen Dank und möge die Macht mit euch sein.